Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wir gehen jetzt direkt zu Wade. Mal schauen, was er uns zu erzählen hat. Und das ist wirklich der Fluch. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Buick-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Auftrag verfolgen, let's go. Gruppenmitglieder. Im Verlauf der Geschichte werden sich Clive verschiedene Gefährten anschließen, die ihn auf seiner Reise begleiten. Je nach dem, was sein nächstes Ziel ist, können sie sich allerdings auch dazu entscheiden, im Versteck zu bleiben. Oh. Okay. Solange Jill immer dabei ist, ist mir alles egal. Möge der Segen des Phönix mit euch sein. Dieses Megaschwert, boah, ey. Verfolgt ihr die Schwarzschilde schon? Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Naja. Warte mal. Laufe ich denn richtig? Oder ist es dieselbe Aufgabe? Ich werd verrückt. Komm, versuchen wir es irgendwo anders. Die Schweine können froh sein. Da ist die Brücke. Auf euer Zeichen, Milord. Einfach rein da. Da gibt's keinen Grund zu warten. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch. Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha! Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Nur zu! Eure Flamme wird erlöschen! Für Rosaria! Für Rosaria! Okay. Eure kleine Revolution ist hier zu Ende. Na dann. Fliegt hier mal ein bisschen rum. Das war ein bisschen zu spät. Donnerwetter-Trophäe. Oh, nice. Hoppala. Kaiserlichen meines Ernstes. Ihr erfülle ich mich nicht. Da, Torgal!
Komm. Ich bin aus der Luft geholt. Und noch so ein Dragoon. Nobel, doch auch närrisch. Ihr beweist, dass unser Tun das Richtige ist. Denn dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Komm mal her. Schön, dass ich ganz falsche anvisiere. Hier noch ein Tornado für dich, ey. Boom. Weg mit dem Schmutz. Dragoon der ewigen Finsternis bezwungen. Das war doch kein Gegner, das war ein Furz im Wind. Unter Westen Kettenglied Drachenkralle. Ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberung aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach. Die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von einst zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir. Wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord. Auftrag abgeschlossen. Die Flammen leuchten hell. Im Spiel ist es gar nicht so einfach, kurz Pause zu machen. Es geht immer weiter. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin.
Mit Letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Siegel. Ich werde es mit Stolz tragen. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Oh. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Danke, Sir Wade. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Wie, habe ich jetzt eine Waffe bekommen, oder was? Port Isol, der kaiserliche Provinz Rosaria. Biron Rosefields Anwesen. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Wie groß ist denn der, ey? Oh, nevermind. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Clive Rosfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Hä? Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot, getreuer Diener ihrer heiligen Durchlaucht, St. Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer, für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen! Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Das ist eine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr, Rutherford. Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen.
Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt. Ein Monster. Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt. Du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also? Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge, doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Schön. Das ist wirklich schön. Nimm du den nicht in den. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die siedende See bis nach Dostanos bringen. Bedrückt dich etwas? Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen. Sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre. Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Ich war zum Monster geworden. Tja. Ja.
Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann, muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann und nur dann stirbt das Monster in mir. Gut, solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Bis es nach Benomer geht, gibt es noch viel zu besprechen. Oh boy. Ach, wir müssen wieder zurück. So, in 3 Tagen geht das Schiff. Also soll ich hier alles nochmal zurücklaufen, dann wieder dahin und es soll keine 3 Tage dauern. Ich weiß ja nicht. Naja, zurück zum Versteck. Monströsitäten. Weiß der Begründer, was uns bei den Eisernen erwartet. Aber vielleicht hat Vivian zumindest eine Ahnung. Na dann. Bleibt spannend. So, mal schauen, was sie zu sagen hat. Wieder hier, Lord Rosfield. Es rührt mich, dass du meine Gesellschaft so schätzt. Im Moment brauche ich eher deinen Rat als deine Gesellschaft. Oh, charmant wie immer. Was gibt es denn heute? Die Eisernen. Erzähl mir bitte von ihnen. Dann segelt ihr also bald nach Drachenhauch, nehme ich an. Zum Mutterkristall inmitten der siedenden See. Es gab eine Zeit, in der ein jeder Rosarier für einen Besuch nur den Wellen trotzen musste. Aber die Eisernen hatten andere Pläne. Mhm. Wie du weißt, herrschen die Eisernen, oder vielmehr ihre religiösen Führer, über die Inseln im Westen Stürms. Anders als in Sanbrek wird Religion dort nicht nur als Werkzeug zur Manipulation der Massen missbraucht. Nein, das Eiserne Königreich verkörpert die kristallene Orthodoxie regelrecht. Wer die Eisernen durchschauen will, muss das erst verstehen. In ihrer Lehre ist die Verehrung der Mutterkristalle ein zentraler Glaubenssatz. Kein Wunder, dass es ihnen missfällt, wenn Ungläubige die Heiligtümer ausbeuten, um mit deren Splittern Wannen zu füllen und Lampen zu entzünden. Äther ist in ihren frommen Augen ein sündhafter Stoff, ja sogar ein Gift. Entsprechend sind Domini für sie Instrumente des Bösen, die sie sich für die rechten Zwecke jedoch auch selbst zunutze machen. Vor nun gut 80 Jahren im Norden Stürms ist Drachenauge erloschen. Und die Armeen der nördlichen Gebiete marschierten auf der Suche nach Äther in Richtung Rosaria. Unerbittlich von der Fäule getrieben. Als die Schilde des Phönix ausrückten, um sie abzufangen, sah das Eiserne Königreich seine Chance. Es nutzte die Gunst der Stunde, um seine Krieger nach Drostanus zu entsenden und die Insel mitsamt ihrem Mutterkristall Drachenhauch an sich zu reißen. Über die Jahre sind die Rückeroberungsversuche zum Erliegen gekommen. Zu deinen Lebzeiten hat dort kaum ein rosarischer Soldat mehr Fuß an Land gesetzt. Und nun, da Rosaria von Sanbrek annektiert wurde, haben die Eisernen erst recht nichts mehr zu befürchten. Also bleibt ihnen ihr Sprungbrett zum Festland erhalten, während sie auf den richtigen Zeitpunkt für ihren nächsten Kreuzzug warten. Der Mutterkristall ist für die Eisernen nicht nur von religiöser Bedeutung, sondern auch ihr Tor zum Festland.
Daher betrachten sie Trustanus als heiligste Erde. Eines Tages soll die eiserne Flotte von dort aus in See stechen und alle anderen Mutterkristalle erobern oder untergehen. Mein Vater und mein Großvater haben beide mit den Eisernen gekämpft. Alles nur wegen Drachenhauch. Ohne die Geschehnisse am Phönixtor hätten wir die ganze Flotte ausgeschickt. Stattdessen schickten sie ihre Flotte gen Rosaria, nahmen die Hauptstadt ein, töteten die Männer und raubten die Frauen, einschließlich Jill. Ich denke, niemand könnte dir ein paar Rachegefühle verübeln, Clive. Mein Ziel ist einzig und allein der Mutterkristall. Aber trotzdem danke. Hier gibt's nichts mehr zu tun. Ja, krass. Mal sehen, ob Jill bereit ist. Quatsch mir nochmal mit Jill, let's go. Jill, ich bin auf dem Weg. Typischer Adel. Ist aber schon schön hier, muss ich sagen. Ja, wo wir unsere Base haben. Es ist bald vorbei. Bist du soweit? Ich glaube schon. Tja. Als du sagtest, du musst mit deiner Vergangenheit abschließen, ging es dir nicht um die Zerstörung von Drachenhauch. Oder? Nein. Ich sprach von Imran, dem Patriarchen der kristallenen Orthodoxie. Er hat mich gezwungen, all diese Gräueltaten zu begehen. Ich werde ihn töten. Nur so kann ich mein altes Leben wirklich hinter mir lassen. Und endlich nach vorne blicken. Und es wird mir auch gelingen. Mit dir an meiner Seite. Immer. So wie ich an deiner Seite bin. Wir zerstören den Mutterkristall gemeinsam. Und Sid wacht über uns. Machen wir ihn stolz. Oh je. Ja gut, da es aber jetzt wahrscheinlich wieder eher intens wird und wir schon bei 27 Minuten sind, würde ich sagen, mach's das mit der Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Tschüssi.